Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio Bob's Angels Mods. Meine Güte, nicht nur durcheinander kommen jetzt. So, ich glaube, ich habe zwischen den Folgen irgendwie ein paar Biter abgewehrt. War, glaube ich, nichts Schlimmes. Musste nur gewacht werden. Immer noch ein bisschen wenig Kupfer, wie es mir scheint. Hauptsächlich wegen Munition. Naja, wir haben jetzt relativ viel Militärtechnologie erforscht. Ne? Dafür brauchen wir natürlich viel panzerbrechende Munition auch zum Forschen. Und da will ich auch noch ein bisschen weiter investieren. Advanced Research. Boah, brauchen wir jetzt nicht sofort. Nämlich im Bereich Fahrzeugschilde. Genau. Wollte ich noch Battery Equipment verbessern? Das weiß ich jetzt nicht genau. Vehicle Battery Equipment. Das könnten wir tatsächlich noch schnell in Anführungsstrichen erforschen. Wird womöglich ein paar Minuten dauern. So, und gleichzeitig wollen wir ja anfangen, Cannon Shells zu bauen. Und da ist immer noch die kleine Herausforderung, wie zum Teufel kriegen wir jetzt den Sprengstoff, den wir hier produziert haben, in die Basis. Und ja, ich sag einfach mal, Bots. Wir fangen jetzt tatsächlich an mit Bots, einfach weil es einfacher wird. Irgendwann werde ich das vielleicht nochmal umbauen. Aber jetzt gerade sage ich einfach mal, nee. Lassen wir es einfach mal so machen. Und dazu stelle ich jetzt einfach noch zwei Roboports auf und dazwischen noch ein paar Logistic Zone Expander und dann haben wir den Käse. Ist geschnitten und gegessen. So. Ich brauche noch ein paar davon. Die sind hier, ne? Ja. Okay. Ups. So, und dann können wir hier noch einen hinplatschen. Und da brauchen wir noch ein bisschen Strom. Genauso wie hier. Hier fehlt noch irgendwas. Ach ja, Kohle. Ja, okay. Ich glaube, das wollte ich zwischen den Folgen vielleicht auch noch machen. Ja, gut. Dann machen wir es jetzt gleich. Und den fertigen Sprengstoff, den transportieren wir dann halt einfach per Bots ab. Und dann machen wir uns das Leben ganz ecke einfacher. Als jetzt per Förderband einmal durch die ganze Fabrik zu transportieren, weil das wäre... Es würde auch einfach nur eklig aussehen und ja, machen wir es einfach so. Ach, und die Weiterarbeiten beißen schon wieder an, ja, das auch. Aber wir versuchen jetzt ja was dagegen zu tun. Vehicle Battery Equipment gehört auch dazu. Ne? Wir wollen ja unseren Panzer schön mit Schutzschilden ausstatten und dann können wir da so richtig durchbratzen. Also richtig schön durchbrettern und alles plattwalzen, was im Weg steht. Und wie gesagt, Biter in Bob's Mods können böse sein. Richtig schön böse. Ich glaube gerade besonders Würmer können nochmal eine ganze Ecke härter sein. Insoweit, ja. Tja, das ist Steritite. Da brauchen wir eventuell auch irgendwann mal ein bisschen Nachschub. Aktuell sieht es so aus, als würden wir nicht ganz den Bedarf decken. Aber da ist ja noch ein bisschen was. Machen wir das auch noch schnell, weil wir es können. Lass mich kurz nachdenken. Das wäre dann so und so. Und dann können wir das nochmal dahin klatschen. Naja gut, die können wir auch da abbauen lassen. Ui. Und dann müsste das nur noch so gemacht werden. Was ich jetzt natürlich total vergessen habe, ist natürlich noch eine Provider-Chat zu bauen, die auch wirklich ans Netzwerk angeschlossen ist und überall Strom anzuschließen. Ist ja, ist schon ein bisschen später. Ich bin nicht mehr auf der Höhe. Aber ich wollte diese Folge auf jeden Fall noch aufnehmen. Na, Provider-Chest, haben wir sowas noch? Das ist eine Requester-Chest. Sieht nicht so aus. Brauche ich gleich 5. Kosten ja auch nicht so viel. Oh, ein bisschen. Maximum. So, und genau, hier, das ist noch nicht ganz ins Netzwerk angeschlossen. Schwupp. Aber das geht ja recht schnell. Diese Logistic Zone Expander sind echt praktisch.
Man muss nicht überall die megateuren Robopods bauen, aber man kann relativ einfach das Logistiknetzwerk halt ausbauen. Dafür sind sie ja da. Wir haben tatsächlich jetzt einige unbeschäftigte Logistikbots, was ziemlich cool ist. Das ist wirklich ganz nett. Stellt sich so ein bisschen die Frage, brauchen wir... Ich überlege, ob ich die Produktion in, also von den Panzergranaten in eine Dingsbums, in Factorissimo Building packe. Irgendwie hier so in der Gegend. Oh, Moment, Headset. Schwupp. oder ob ich das einfach auf freiem Feld mache. An sich müssen wir ja nur noch die Endfertigung machen. Und so weiter machen wir das, glaube ich, so. Und dafür brauchen wir... Was brauchen wir da eigentlich? Vehicle Battery Equipment ist cool. Und jetzt machen wir mal die Schutzschilde. Davon will ich dann auch ein paar bauen. Wenn wir mit unserem Panzer losstarten. Müssen wir eigentlich schon alles haben. Müssen wir nur noch zusammen craften. Wahrscheinlich auch alles von Hand. Kein großes Ding, wenn wir nur eine kleine Stückzahl machen. Shield. Vehicle Energy Shield. Das müsste recht schnell gehen. Da können wir sogar bis auf Stufe 3 hochgehen. Das ist ganz cool. Hey, can't connect rolling stock. Schräg. Habe ich irgendwas gedrückt wieder. So, wir brauchen Stahl, Sprengstoff und Plastik. Wenn ich mich richtig entsinne. Relativ simples Rezept. Und das können wir, glaube ich, auch stinknormal in der Assembling-Maschine machen. Sieht ganz so aus. Das ist Stahl. Nutzen wir noch nirgendwo Stahl und Plastik zusammen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Plastik. Plastik. Stahl. Und den Sprengstoff lassen wir einfliegen. Super hässlich, aber wir machen's. Wir brauchen ja auch nicht unsagbar viel von dem Zeug. Einfach nur ein bisschen Produktion nebenbei. Dann machen wir hier auch wieder eine Provider Chest. Und daneben halt eine Requester Chest, weil wir jetzt Sprengstoff anfordern. Jupp. Fordern wir mal ruhig 100 an. Produktion hier drüben müsste jetzt laufen. Ja, siehst du, ist schon 100 drin. Also, das Zeug wird, glaube ich, auch wahnsinnig schnell produziert. Und dann fangen wir hier an, Cannon Shards zu produzieren. Moment mal Strom. Und dann haben wir Cannon Shards. Machen wir noch ein Limit hin. Da fehlt jetzt nur noch der Sprengstoff und der müsste jetzt langsam hier rüber geschlendert kommen. Wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis die Bots überhaupt hier drüben sind, um was aufzusammeln. Ich schätze mal, das sind die hier. Aber wie gesagt, wir brauchen halt keine extrem hohe Auflage von den Dingern, ne? Wir bauen davon welche und dann ist gut. Bauen wir zwischendurch ein bisschen Vehicle Batteries. Bauen wir erstmal 4. 1, 2, 3, 4. Die passen dann, glaube ich, sehr, sehr gut in so einen Viererblock. Hier könnten wir auch noch irgendwie Energie gebrauchen. Moment. Dafür hatte ich hier Portable Solar Panels erforscht, ne? Glas und Silber. Sind 50% effizienter. So gesehen brauchen wir nicht extrem viel Energie. Rund 10 Kilowatt. Und zwar auch nur während der Nacht. Das heißt, wir müssen eigentlich mit 2 Portable Solar Panels hinkommen. Weil während des Tags laden wir auf. Mit 2 Portable Solar Panels sind wir doppelt so viel Aufladepower wie Verbrauch. Und während der Nacht verbrauchen wir. Wir brauchen nur genug Batterien. Das ist alles. Dafür brauche ich mehr Stahl. Jetzt 2, 3, 4. Und dann machen wir hier noch 2 von. Und dann stöpseln wir das alles in unseren Anzug und dann können wir auch in der Nacht wieder deutlich besser sehen. So, währenddessen basteln wir hier an der Forschung schön
ne? Ja, macht er ganz fein. Hm. Ja, da sind noch ein paar Forschungspakete. Aber die kriegen wir auch noch hin. Da bin ich sehr zuversichtlich. Energie sieht gut aus. Wie sieht es an Vorrat an Brennstäben aus? Der ist noch nicht voll. Interessant. Hier passiert auch nicht viel. Hm. Fühlt sich so ein bisschen an, als würden wir gerade genauso viel verbrauchen, wie wir produzieren. Wir können ja mal angucken. Wir produzieren jetzt ja schon eine Weile Nuklearstrom. Gucken wir gleich mal in die Statistik. Achso, ich kann ja auch einfach das machen, ne? Gucken wir mal kurz in die Statistik. In den letzten 10 Minuten, da haben wir wie viele Brennstäbe produziert und verbraucht. Wahrscheinlich sind die ziemlich weit unten, weil wir davon nicht sehr viele brauchen. Wir verbrauchen etwa einen Brennstab pro Minute. Ne, wir produzieren etwa einen Brennstab pro Minute. Und wir verbrauchen 0,2 pro Minute. Wir produzieren also etwa 5-mal so viele Brennstäbe, wie wir verbrauchen. Okay, ich glaube, ich kann mich ein bisschen entspannen. Es ist halt nur so ein bisschen gruselig gewesen. Ja, vielleicht sind es aber auch nur 3-mal so viel. Aber das ist immer noch voll okay. Also es ist echt anscheinend, kommen wir hin. Und selbst jetzt, also mindestens seit 10 Minuten haben wir ja unseren Vorrat an Uranerz aufgebraucht. Das ging ja ziemlich schnell, dass wir das bisschen, was wir gelagert hatten, umgewandelt haben. Hier liegen jetzt nur noch 20 Uranerz drin, das ist nicht mehr so viel. Okay, werden die Panzergranaten gebaut? Das sieht gut aus. Da sind schon 8 Granaten drin. Wunderbar. Also, sind es dann schon Granaten? Ich weiß nicht. Die Geschosse. So. Sie explodieren ja nicht beim Aufschlag. Müssen Granaten beim Aufschlag explodieren? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. So, Vehicle Energy Shield Equipment. Ich vermute mal, dass das einfach Upgrades sind, ne? Man baut die kleineren und kann die dann hochrüsten, okay. Das heißt, wir können jetzt schon mal, können tatsächlich schon mal ein bisschen anfangen, uns richtig auszustatten. Erstmal hier ein bisschen. Und dann hier so ein bisschen. Dann haben wir schon Power langsam. Zumindest in unserem Anzug. Das heißt, ihr müsst nicht mehr die Augen so zusammenkneifen, wenn ihr nachts was sehen wollt. Auch schon mal was Gutes. Dann können wir hier ein paar Akkus reinsetzen. Dass sie ein bisschen aufladen werden. Hoffentlich. Irgendwann mal. Ah ja, okay. Da passt, glaube ich, nur eine ganze Menge rein. Deswegen dauert das vielleicht ein bisschen. Das wollte ich gar nicht. Wie viel passt da rein? 120 Megajoule. Das ist eine ganze Menge. Und dann können wir eigentlich schon mal die Stufe 1 Schilde ein bisschen bauen. Wie viele würde ich davon haben wollen? Wie groß sind denn die? 2x2. Na, können wir noch ein bisschen bauen. Machen wir es so. Dann können wir am Ende 4 von den Mark II Schilden haben. So. Was auch ganz interessant wäre, ist Vehicle Laser Equipment. Das habe ich schon mal ausprobiert irgendwann. Das ist ziemlich cool, weil die stopft man einfach nur in den Panzer rein und dann hast du Lasergeschütze, die automatisch auf Gegner schießen. Dafür bräuchten wir tatsächlich Polished Rubies und so. Da müssten wir tatsächlich mal unsere Edelsteine verarbeiten, die wir jetzt schon die ganze Zeit rumzulegen haben. Da können wir dann aber tatsächlich, okay, Silber-Zink-Batterien haben wir jetzt noch nicht, aber potenziell können wir Lithium-Ionen-Batterien haben wir auch noch nicht. Haben wir auch noch nicht. Die könnten wir bauen. Die Mark II. Ich vermute mal, dass wir relativ bald anfangen, irgendwie Lithium-Ionen-Batterien mal zu bauen. Ich glaube, die werden sehr bald sehr, sehr nützlich werden. Und Geschütztürme, also Lasertürme, wollte ich sowieso anfangen, wann anfangen. Brauchen wir eigentlich für höherwertige Laserturrets Edelsteine? Kann sein. Besser, dass man sie für Laser Rifle Ammunition braucht. Kann man hier aus den Edelsteinen Munition bauen. Laser Turrets. Und dann gibt es hier Laser Turrets 2. Und da braucht man die Edelsteine. Okay. Markte. Topase.
Ups. Und Diamanten am Ende, ja, okay. Gut, da sind wir noch eine Weile von entfernt. Mal sehen, ob wir sie so überhaupt brauchen. Aber sie können vielleicht nützlich werden, wenn wir mit unserem Artilleriezug durch die Gegend fahren. Artilleriezug irgendwo parken. Mit Bots irgendwie so eine kleine Verteidigungsstation aufbauen. Weiter bombardieren. Warten, dass sie ankommen und gegen die Verteidigung anbranden. Klingt gar nicht mal schlecht. Verbraucht die Night Vision auch am Tag Energie? Weiß ich gar nicht. Hätte gedacht nicht. Ja, wir haben nicht die ganze Zeit Maximal Power Output, ne? Dann bauen wir nochmal zwei. Silber und Glas. Ich glaube, wir haben kein Glas mehr im System, ne? Items. Kann ich irgendwie... Nee, hier liegt kein Glas im System. Müssten wir erst anfangen zu schmelzen, aber Glas brauchen wir für zu wenig Sachen. Das ist immer so... Hey, Bots liefern mir Zeug, das ist doch mal schön. Okay, ploppen wir die mal da rein. Die passen gar nicht alle rein. Na gut. Werden wir ja später aufrüsten. Dann... Ups. Noch die da rein. Und dann... Ich glaube, dann sind wir fast fertig. Ein bisschen Kohle werde ich noch zwischendurch holen. Aber erstmal hole ich jetzt ein paar Granaten. Rohr. Dummes Rohr. 27. Ja, wird erstmal reichen für eine Basis, schätze ich mal. Packen wir hier rein. Und dann dampfen wir ab. Das Ding ist übrigens ziemlich schnell für einen Panzer. weil die höheren, also die höherstufigen Panzer sind einfach auch ziemlich schnell. Das ist ziemlich cool. Man braust hier irgendwie mit 50 Kilometer pro Stunde mit einem Panzer durch die Gegend, der sogar slidet, wenn man abbremst. Das ist ganz cool. So, ich fahre jetzt erstmal kurz zum Bahnhof, damit wir ordentlich Kohle abgreifen können. Wir können natürlich auch mit Kohlenstoff oder so heizen. Was sogar womöglich die Geschwindigkeit erhöhen könnte. Hat Kohlenstoff da irgendwie einen Vorteil? Moment. Nee. Was hier? Nee, auch nicht. Hier, ne? Carbon. Nee. Und Koks auch nicht. Sie würden länger halten, aber sie würden uns keinen Geschwindigkeitsboost geben. Naja, gut. Dann halt nicht. Ich glaube, die höherstufigen Panzer haben auch eine höhere Effizienz. Das heißt, sie verwenden halt die Energie deutlich besser auf effizientere Art und Weise. Also wenden sie halt besser in Bewegungsenergie um, als zum Beispiel in Abwärme und so. Was ja bei Verbrennungsmotoren ganz generell so ein Problem ist. Ah, guckt euch mal. Ah, Night Vision, endlich. Nicht mehr komplett im Dunkeln tappen. Ja, mal kurz gucken. Prozent, ja, ist deutlich effizienter. 10% ist eine ganze Menge Effizienzsteigerung, tatsächlich. So, und dann gucken wir mal rüber. Ich würde mal sagen, dorthin, wo uns die Beiter ziemlich stark belästigen. Irgendwo gegenfahren. Hier. Und wahrscheinlich auch hier. Weißt du was, wir gucken erstmal hier hin. Habe ich noch Tore? Habe ich noch Tore? Ich habe noch 33 Tore. Dann fangen wir jetzt an, Tore zu bauen. Nicht vom Panzer, nicht vom Zug überrollen lassen. Das ist immer so ein bisschen doof. Kommt schlecht. Wir schlagen die beiden dazu. Dann soll hier unser Ausfalltor werden. Blub. Und dann nehmen wir das hier weg. Denn wahrscheinlich werden wir dieses Mauerstück auch nicht mehr so lange brauchen, weil wir sind ja auf Railworld, das heißt, dass die Beiter auch nicht mehr nachwachsen. Viel besser, viel angenehmer, zumindest finde ich. So, wir sehen jetzt nicht viel und ich werde wahrscheinlich auch nicht ewig lange hier jetzt während der Folge rumtanzen.
Verdammt. Ah ja, unten können wir jetzt unseren Schutzschild sehen. Der lilafarbene Balken. Und der lädt sich tatsächlich hauptsächlich so schnell auf, weil wir halt die Akkus noch haben. Also zusätzlich zu der Produktionskapazität der Fusionszellen und so, haben wir halt die Akkus, die zum Teil gefüllt sind. Und wenn unsere Schilde runtergehen, dann werden sie erstmal mit der Energie aus den Akkus aufgeladen. Und die können halt viel, viel schneller Energie zur Verfügung stellen. So, damit haben wir das Problem direkt vor der Haustür erstmal geklärt. Und haben dabei schon ordentlich Munition verballert. Ja. Insoweit mache ich das wahrscheinlich zwischen den Folgen. Ist ja auch nicht mega spannend. Wir sammeln auch nichts groß ein. Ich glaube, mit Bobs Mods kann man tatsächlich wieder Forschung mit Alien Science Packs wieder anschalten. Wenn man dann da irgendwelche coolen zusätzlichen Sachen noch erforschen kann. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist auch nicht so spannend, meiner Meinung nach. Deswegen gucken wir jetzt erstmal wieder zurück. Mit unserem sehr schnellen Panzer. Und freuen uns über unseren ersten Sieg. Und wir haben keinen Kratzer davon getragen, wegen unserer Energieschilde. Selbst als ich volle Pulle durch die Steine da gebrettert bin, kein Schaden. Das macht diese Dinger so unglaublich praktisch und cool. Ich parke jetzt etwa da, wo wir auch unsere Munition produzieren. Das ist am einfachsten da, das Ding wiederzufinden und gleichzeitig aufzumunitionieren. Wunderbar. Ja, wie gesagt, zwischen den Folgen werde ich wahrscheinlich da ein bisschen rumhampeln. Das wird schon schief gehen. So. Gucken wir mal, was wollen wir jetzt nächstes machen? Das ist jetzt eine tatsächlich sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben keinen akuten Bleimangel mehr, wie es aussieht. Schreck das zu sagen. Dann hat man schon mal Bleimangel. Wir haben nicht sehr viel Kupfer. Vielleicht sollte ich mir das mal ein bisschen genauer angucken. Weil gerade wenn wir jetzt in das Midgame so richtig vorpreschen, werden wir deutlich mehr Kupfer brauchen, vermutlich, weil wir viel mehr elektronische Bauteile brauchen. Und auch für Sachen wie Geschütztürme und so anscheinend. Oh, dafür brauchen wir, glaube ich, gerade sehr, sehr viel. Wenn wir so viel Military Science Packs erforschen. Ja. So, wo ist jetzt der Engpass? Sieht fast so aus, als würde die Ore Processing Machine nicht schnell genug sein. Wir gehen jetzt mal zu den Lasern. Machen wir die. Wieder Military Science Packs. Sieht fast so aus, als wäre die Ore Processing Machine Stufe 1 genau nur halb so schnell, wie sie sein müsste. Okay. Können wir da vielleicht besseres Ore Processing erforschen? Ore Processing 3. Haben wir schon Lila Science Packs? Ich glaube nicht, ne? Nee, hier sind wir falsch. Nö, also nicht. Das ist ein bisschen doof. Okay, dann. Dann baue ich einfach eine zweite. Statt einfach aufzurüsten, baue ich einfach eine zweite. Fertig. Geht auch. Kann man auch machen. Habe ich noch einen Loader? Nö. Dann bauen wir ein paar. Dann kommt hier halt ein handlicher kleiner. Wo packen wir den hin? Nee. So. Machen wir es so. Das ist, glaube ich, ganz hübsch. Passt. So, und jetzt nur noch hier ein Fast Inserter anscheinend hin. So, dann müssten wir tatsächlich den Bedarf hier decken. Anscheinend so ein bisschen mehr als eigentlich. Schräg. Okay, jetzt scheint aber tatsächlich der Induction Furnace nicht so schnell zu sein. Können wir da einfach einen zweiten hinplatschen? Das ist jetzt ja schon Stufe 2 Induction Furnace.
Der ist genau 50% schneller. Das hat 24 alle 4, also auf 4 Sekunden. Ja, ich glaube 2 Induction Furnaces Mark 1 auf einen Blast Furnace Mark 1 würden genau passen. Ja, wo ist Stonebricks? Ah. Dass ich die Dinger noch brauche. Die sind so low-tech. Wir haben auch so ein dezentes kleines Problem mit Kupfererz, wie es gerade aussieht. Das ist nicht so schön. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja. Ganz so viel brauchte ich eigentlich nicht. Mal ein paar Mauern weglegen. Ah, kann ich nicht. Ups. Jetzt, wo wir in die Offensive gehen können, brauche ich, glaube ich, weniger Defensivmaterial in der Tasche. Ich habe auch sehr viel Titan in der Tasche. Ich weiß nicht, warum. Okay, dann überbauen wir den hier nochmal, weil wenn wir hier 2 Induction Furnaces hinbauen, dann brauchen wir keinen Mark II Furnace. Reicht hier nicht einer? Ich glaube, jetzt, wo wir Stack Size Bonus haben, brauchen wir nur einen, ne? Ja, ist okay. Dann können wir hier halt einen über Eck machen. Pickup. Müsste hinhauen. Jawohl. So, und jetzt produzieren wir alle 4 Sekunden 240 Molten Copper. Und eine Casting Machine verbraucht alle 4 Sekunden 40 Molten Copper. Irgendwann sind die Geschwindigkeiten alle gleich. 240 durch 40 sind 6. Das heißt, mit 6 Casting Machines müssten wir genau hinkommen. Das heißt, wir brauchen noch 2. Nee, falsch. Oh, shoot. Ja, da die Folge praktisch sowieso gleich vorbei ist, werde ich mich da wahrscheinlich zwischen den Folgen gleich hinstürzen. Hoffentlich machen die nicht alles kaputt. Aber dann wisst ihr wenigstens, was ich für heroische Heldentaten tue. Ich werde da die Beiter bei unserer Kohlebasis abwehren, die nicht mehr ganz so wichtig ist, aber naja, was soll man machen? Ja, ist ja gut. So schlimm ist es nun auch nicht. So. Brechen hier nicht inzwischen eigentlich auch normale Inserter? Boah, reicht. Ich glaube, früher hatten wir noch nicht die Stack-Size-Bonus, weshalb wir tatsächlich die Fast-Inserter gebraucht haben. Aber jetzt geht das auch so. So, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich die Kupferproduktion ein bisschen verbessert, ein bisschen erhöht. Stellt sich so ein bisschen die Frage, ob wir nur Kupfererz produzieren. Sieht nämlich so ein bisschen mau aus gerade. Ach ja, da verwenden wir das wahrscheinlich für Bronze oder so ein Käse. Ja, irgendwie sowas. Kann sein, dass ich auf die Kiste dann ein Limit gemacht habe und dass er jetzt 6100... Okay, nicht so schlimm. Passiert. Ja, Bleierz haben wir tatsächlich jetzt eine ganze Menge, wie es aussieht. Finde ich gut. Ist hier einfach zu wenig Rohmaterial oder wo hapert's? Ne, Rohmaterial sieht ganz okay aus. Ist, ja, eventuell müssen wir es nur vergrößern. Hier machen wir theoretisch Glas. Aber nur ein sehr kleiner Stückzahl. Weil uns Silizium fehlt. Okay, Silizium sollte ich vielleicht auf die To-Do-Liste schreiben. Ich glaube, ich setze mal kurz Silizium auf die To-Do-Liste, dann können wir uns da... nee, was? Will er hier? Jetzt hat sich ja ein Pop-Up-Fenster geöffnet. Ist ja blöd. Hey, komm her. Ach, kann das blöde Fenster nicht sehen. Das mache ich gleich zwischen den Folgen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut nächste Folge wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich gehe gleich auf die Jagd.